Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren React meinerseits. Nintendo hat ein neues Update für Animal Crossing rausgehauen, beziehungsweise einen Trailer dazu. Der geht nur 1 Minute 5 Sekunden, also nicht allzu lange. Wir gucken einfach mal, was wir sehen. Wir müssen ihn wahrscheinlich ein paar Mal mehr angucken. Ich habe ihn noch nicht gesehen, das ist jetzt quasi meine erste Reaktion drauf. Let's go. Nintendo Switch. Am 28.01. kommt das Update, okay. Zeit für Karneval. Ja, das war klar, das hat man schon auf dem Thumbnail gesehen. Karneval 15. Februar, aber das Update kommt schon am 28. Geht das dann über 2 Wochen hinweg oder wie ist das? I don't know, kann ich mir auf jeden Fall gut vorstellen. Wir sehen die Leute tanzen da. Paavo ist bereit für ein Tänzchen, der hat da seine komische Bühne, seine Tanzbühne. Man kann Federn fangen, okay. Ersetzen die dann quasi die Schneeflocken, ja? Und die kann man ihnen dann geben und er fängt vermutlich an zu tanzen. Ja, ja, das gehört ja zum Karneval dazu. Hat so ein bisschen Brasilien-Vibe auf jeden Fall. Die haben auch alle ihre Federkronen und sowas auf, sehe ich gerade. Ulala, Karneval! Paavo ist ein witziger... Ja, Paavo ist cool. Ich mag auch seine Farbe. Und da sehen wir hier noch ganz viele neue Items und die Leute tanzen und sind toll drauf. Auf jeden Fall ist das Brasilien-Kram. Habt ihr das gesehen? Das war alles so gelb-grünlich und das ist ja nun mal für Brasilien. Und das nächste Update kommt dann im März irgendwann. Ja, das war's schon. Krass, ne? Da hat man jetzt nicht so viel gesehen. Das war ganz schön kurz. So, wir gucken uns das einfach noch einmal an. Und diesmal pausieren wir, während da irgendwas passiert. Zeit für Karneval. Okay, ja. Alles klar, was sehen wir? Wir sehen auf jeden Fall, Paavo wird auf seiner Bühne beim Rathausplatz rumstehen und da tanzen. Die anderen Bewohner werden dann halt mitfeiern. Die tanzen da auch rum und singen, so wie ich das sehe. Was sieht man noch? Da haben wir schon bei dem rechten Typ, ich habe leider den Namen vergessen von dem, der hat so Konfetti geworfen, also das wird garantiert eine neue Emotion sein. Die tanzen auch alle mehr oder weniger, also ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass es Tanzemotionen geben wird, so ein paar verschiedene, vielleicht 2, 3. Und ja, das ist klar, man muss halt für Paavo dann ein paar Federn fangen, die da überall rumfliegen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass er ihnen dann auch Items gibt. Wir sehen ja auch schon hinter ihm, also was kriegt man wahrscheinlich? Man sieht ja sowieso gleich nochmal alle möglichen Items, die man da bekommen kann. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass man da diesen Torbogen bekommt und auch diese Konfetti-Maschine, die im Vordergrund ist. Ich mag seine Farbe, die ist sehr hübsch. So ein bisschen türkismäßig, babyblau-türkis. Ist sowieso meine Lieblingsfarbe, sehr, sehr cool. Es gibt auf jeden Fall auch neue Klamotten, wie man hier sieht. Also ich glaube, die gab es davor nicht, so Tänzerklamotten. Es wird wohl so einen Teppich geben. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die Federn auf diesem Teppich auch noch ein einzelnes Item sind. Was sehen wir sonst noch? Wir sehen komische Ballons links und rechts. Wir sehen Trommeln mit Federn. Wir sehen vorne links eine Lampe mit Federn. Dann sehen wir hinten so einen Fahnenstrang, beziehungsweise mehrere Fahnenstränge. Dann noch so ein Federgemäldekram, dass man so ein bisschen runterziehen kann, wenn ich das richtig sehe. Ich kann das nicht so ganz gut erkennen. Und, auf das freue ich mich halt wirklich, so eine Konfettimaschine. Und man sieht halt auch, die tanzen alle unterschiedlich, gell? Wenn ihr mal auf die 3 Leute guckt, die neben dieser Hauptperson da stehen, die tanzen doch alle unterschiedlich. Und das ist auf jeden Fall auch eine neue Emotion, die sie da gemacht hat. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es 4 neue Emotionen gibt, wenn man das so gesehen hat. Ja, aber ein recht kurzes Update, möchte ich meinen. Ist jetzt auch nicht so viel dazugekommen, aber neue Items finde ich eigentlich immer geil. Vor allem, man muss ja immer bedenken, es gibt kostenlose Sachen. Ich würde mich halt eigentlich mehr darüber freuen, wenn Nintendo endlich mal mehr Spiele reinbringt, also dass man mit seinen Bewohnern irgendwie Verstecken spielen kann. Das gab es ja früher, dass sie sich dann auch hinter Bäumen und sowas versteckt haben. Das war richtig witzig, wenn die sowas machen können. Oder dass die Bewohner dich auch mal zu Hause besuchen wollen. Oder diese Flohmarktaktion, dass man bei dir zu Hause hingehen kann und dann ein Item ansprechen kann und sich das dann kaufen kann, so flohmarktmäßig. Das fand ich richtig geil früher. Die könnten einfach richtig viel aus alten Teilen in diesen Teil reinbringen und dann wäre doch jeder zufrieden. Aber stattdessen machen sie halt immer wieder neue Events, keine Ahnung warum. Ist jetzt auch nicht schlimm, ist cool, wie gesagt. Aber ich finde, die könnten auch mal alte Sachen wieder reinbringen. Aber das ist Meckern auf hohem Niveau, finde ich. Also das Spiel ist immer noch toll und kostenlose Updates sind immer gut. Müssen die ja nicht machen, das ist ja die Sache. Das Spiel hat sich gut verkauft. Eigentlich könnten die sich jetzt darauf aufruhen. Machen sie aber nicht. Na gut, das soll es dann aber gewesen sein für dieses kleine React. Ich will das nicht unnötig in die Länge ziehen. Ihr könnt mir ja was schreiben, wie ihr dieses Update findet. Ich finde es in Ordnung, ist jetzt nicht der Oberknaller. Ist halt nochmal die Frage, ob das wirklich über 2 Wochen geht oder wirklich nur an diesen einen Tag dann stattfindet. Das wäre nochmal interessant. Aber werden wir dann am 28.01. sehen, was ja auch schon in 2 Tagen ist. Also dann, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und tschüss.